Was geht ab? Leute, hallo und herzlich willkommen heute hier aus Erfurt vom Christiwall. Das ist ein Festival von jungen Christen. Hier finden diverse Aktionen statt, wie zum Beispiel Religion, jede Menge Action und ganz, ganz, ganz viel Musik. Mit mir eine richtig coole Band, die da heißt Good Weather Forecast. Hey, ich bin der Timo, ich spiele Keys. Ich bin Dave und spiele Schlagzeug. Johnny, ich spiele Gitarre. Tito, ich spiele auch Gitarre. Flo, ich spiele Triangel und mein Lieblingstier ist Panda. Geil! Ja. Warum seid ihr für dieses Festival gebucht worden? Ich glaube, es spielt schon eine Rolle für uns in unserem persönlichen Leben. Und ich finde, als Musiker ist es dann auch normal, wenn das eine große Rolle spielt, verarbeitest du das dann auch hin und wieder in Texten. Von dem her kann man das, wenn man genau hinhört, auch bei Good Weather Forecast durchblitzen sehen, dieser hoffnungsvolle Optimismus. Seid ihr denn auch Jungs, die noch so richtig in die Kirche gehen? Oder ist das alles eher so on yes, the road? Yes. Sunday, ja, ja. Church Day. Ja, Church Day. Kirchentag. Steht ihr auch auf die Kirchenmusik oder sagt ihr da, eure Musik ist besser? Ja, kennt ihr noch so einen richtigen Kirchensong? Ja, also so Orgel und so? Ja, so nicht so, nicht mehr so, nee. Lauder to see. Hey. Oh, meo Signore, lauder to see. Hey. Charity ist bei euch auch ein bisschen groß geschrieben. Man könnte auch entspannt sagen, gute Jungs tun Gutes. Auf jeden Fall. Was macht ihr denn so? Wir merken, Musik ist ein mega geiles Medium, um einfach Werte zu vermitteln, jungen Menschen Hoffnung zu geben, Vision zu geben. Deswegen machen wir Schulkonzerte weltweit. Yeah. Wir waren, glaube ich, weltweit auf 4 Kontinenten in 800 Schulen. Wahnsinn. Und haben ganz vielen Kids einfach und jungen Menschen sagen können, dass sie einzigartig sind, dass sie vieles erreichen können, wenn sie anfangen, an ihren Fähigkeiten zu arbeiten. Lass uns mal alle nebeneinander stellen. Mal gucken, wer am fittesten ist. Wir haben nämlich Folgendes vor. Wir wollen heute Gutes tun mit Sport verbinden, ja? Yes, 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 yes. Und dafür ist dieses Ticket da. Hier findet nämlich gerade rund um den Dom ein Charity-Lauf statt. Man läuft hier und es wird quasi regionalen Vereinen, die Gutes tun, das Geld zugesteckt. Das finde ich jetzt eine richtig tolle Sache. Deswegen, wer von euch hat Bock mitzumachen? Auf wen? Eins, zwei. Vielen Dank. Aber. Man geht einfach dahin, wo es losgeht. Zum Start. Let's go. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ah, alter Schwede. Wahnsinn, ey. Wie viele Runden sind wir gelaufen? 4, ne? 400. 400, ja, ne? Mindestens. Ja. Du mal siehst zumindest Frank. So aus, als wärst du 400 gelaufen. Genau. Und ich wollte mich fragen, wie geht das bei euch? Ihr seht immer noch aus wie neugeboren. Ihr macht geile Musik. Ihr seid super nett. Wie geht das? Weil Jesus für uns schon ein crazy Vorbild ist. Mhm. Egal, ob du jetzt an ihn glaubst oder nicht. Ja. Ich meine, der Typ hat Krasses bewegt und einen wahnsinnigen Impact in dieser Welt hinterlassen. Definitiv. Und das ist ein bisschen ein Vorbild, also nicht ein bisschen, für uns ist es the one and only Vorbild, dem wir irgendwo nacheifern wollen. Ja. Ich würde sagen, ich nutze die Zeit mal, um mich hier noch ein bisschen umzuschauen. Und ihr Lieben müsst jetzt leider schon den Soundcheck machen, denn heute Abend geht's fett on stage. Yes, man. Wie viele Leute sind vor der Bühne? Ich denke 12.000. Na, da sage ich mal nur Halleluja! Und ich habe gehört, dass du auch einen Gastauftritt haben wirst. Oh ja, aber wir singen heute Abend mit 12.000 und dir Lauder zu sehen. So machen wir es. 12.001. Gut, Jungs, vielen, vielen Dank. Jetzt, okay. Let's go, come on. Gib die Keule. Bis gleich. Ciao. Die Stimmung in der Erfurt ist so gut, dass ich gleich 2 Mikrofone brauche. Geht's euch gut? Ja! Yeah. Seid ihr auch mitgelaufen? Ja! Yeah. Egal, wo man hinkommt, die Leute singen und so weiter, es ist gute Lümmung. Wie geht's dir denn? Du bist genauso rot wie ich nach dem Rennen. Ja, wie viele Runden bist du gerannt? Eine, und du? 7 Minuten hast du gebraucht, habe ich gehört, oder? Ich habe ein paar mehr gemacht, 13 Stück habe ich gemacht. Wahnsinn, Applaus, 13 Runden hier. Was ist das Geile an so einem Festival? Die Gemeinschaft zu erleben und viele weitere Menschen kennenzulernen. Und Jesus auf jeden Fall, ja, das ist so, der liebt jeden von euch. Ich habe gehört, er liebt sogar mich. Schwer vorstellbar. Ich gucke mir jetzt die Welt von oben an und euch einen wunderschönen Tag. Bis nachher. Just keep looking up.
So, war wirklich schön da oben, aber ich werde mich jetzt hier vom Marktplatz in Erfurt verabschieden. Es sind ungefähr 13.000 Leute in der Stadt, die überall in ganz Erfurt Party machen. Und oben an der Messe, da ist eine tolle Bühne aufgebaut, da geht's heute Abend ab. Da hat Good Weather Forecast gleich auch das Konzert. Ich darf mit on stage, deswegen werde ich mich langsam mal dahin bewegen. Auf geht's. Leute, hier steigt die Party oben bei der Messe und in dieser fetten Halle da hinten ist gleich der große Auftritt. Let's go! Aber erstmal schauen wir uns ein bisschen um und gucken, was hier so los ist! Was habt ihr bisher erlebt? Wir hatten richtig nice Worship-Zeiten zusammen als Community und Gruppe. Ja, genau. Und gutes Essen und gute Musik, ja. Man lernt Leute kennen, man tauscht sich aus, man verbreitet Liebe, genau. Bis später, ciao, macht's gut, ja, ciao. Schaut euch das an, tausende von Menschen schlafen sogar hier oben, damit sie nichts verpassen. Die belagern jetzt schon die ganze Halle. Ja. Liegt jetzt nicht an uns, aber freuen sich alle auf den Abend auf jeden Fall. Überall wird gesungen und getanzt und ihr dürft das ganze Ding eröffnen. Das ist eine Ehre. Vor die Ehre. Also für uns mega, mega schöne Geschichte, hier heute spielen zu können auf jeden Fall. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, Jungs, ich durfte euch ja jetzt kurz kennenlernen. Für mich, Achtung, Wortspiel, seid ihr auf jeden Fall Hard Rock Stars. Hard Rock Stars. Okay. Abgefahren. Danke. Danke. Relativ gut. Und gleich sehen wir uns nochmal auf der Bühne. Bis dann. Ciao, Tam. Ciao, Tam. Wer von euch hat am Dom Treppenlauf mitgemacht? Nice. Wir waren heute auch am Dom Treppenlauf. Und zwar mit keinem Geringeren als mit Ben von Kika Live. Okay? Und wir haben Ben eingeladen, Teil unserer Show zu sein. Also mach mal ein bisschen Lärm für Ben von Kika Live. Einer von Bens Lebensträumen hat er mir heute verraten. Ja, ist. Ja, ja. Ich möchte mit euch allen zusammen singen und mit dieser geilen Band. Und ich habe einen Hit rausgesucht, der einzige Welthit, den ich kenne. Okay, Dave, spiel mal ein Beat, bitte. Darf ich anfangen? Ja. Okay, pass auf. 1, 2, 3, 4. Louder to see, oh mio Signore. Louder to see. Yo, come on. Yeah, yeah. Sing it to see. Oh mio Signore, louder to see. Come on. Oh mio Signore, louder to see. Oh mio Signore. Okay. Louder. Und einmal noch alle zusammen. 1, 2, 3, 4. Louder to see. Come on. Oh mio Signore. Yeah. Mach mal ein bisschen Lärm für Ben. Come on. Für Kika Live. Ein Traum. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier gehen Träume noch in Erfüllung. Ich liebe diese Band. Wir sehen uns am 6. September.